weiß wirklich nicht, was ich anziehen soll. Warum nimmst du nicht die roten Schuhe? Schnell, die Monstersitter sind da. Onkel Alfredo, Onkel Santiago, yippie! Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Bis dann, alle zusammen. Und nochmals danke fürs Monster-Sitting bei unserer kleinen Molly. Monster-Sitting? Ich dachte, wir wären zum Abendessen hier. Alfredo, verstehst du was von diesem Monster-Sitting? Nichts, eigentlich gar nichts. Null Komma nichts. Macht nichts, Onkel Santiago. Ich werd's euch beibringen. Zuerst müsst ihr ins Bett. Ein Hoch auf Molly. Ziemlich klein. Egal, solange der Platz zum Hüpfen reicht. Yippie! Lass das, Onkel Alfredo, oder ich lese euch keine Gute-Nacht-Geschichte vor. Na gut, gut. Ich leg mich hin. Ups, das Bett aber auch. Du auch, Onkel Santiago. Ab ins Bett. Wartet, ich hab das Zähneputzen vergessen. Dummchen, du hast sie erst letzten Monat geputzt. Oh, hab's vergessen. Und was machen wir jetzt? Na, ich mach das Licht aus und ihr beide schlaft brav. Warte, was ist mit der Gute-Nacht-Geschichte? Es waren einmal zwei Monster, die das Monster-Sitten lernen wollten. Sie fragten ihr kleines Lieblingsmonster. Das erzählte ihnen alles darüber und zeigte ihnen, was sie tun mussten. Sie gingen zu Bett und schliefen glücklich ein. Das Ende. Warte, kann ich einen Becher Wasser haben, Molly? Ja, ich auch, bitte. Aber dann warmes Wasser. Aber jeder nur einen Becher. Klar? Nun legt euch wieder hin und schlaft aber, ihr zwei. Warte noch! Was ist denn mit dem Gute-Nacht-Kuss? Nicht du, Alfredo! Molly! Oh. Gute Nacht, Onkel Santiago. Gute Nacht, Onkel Alfredo. Molly, kannst du noch ein bisschen bleiben, bis wir eingeschlafen sind? Du kannst dich auch ankuscheln, wenn du willst. Na gut, aber nur für eine Minute.